Also, um alle zu sehen, ja gut, das ist perfekt, das reicht. Game on. Na komm, immer rein damit. Updates sind immer gut. So, was haben wir denn hier? Aktivieren, ja oder nein? Was? Beim Code aktivieren, ja oder nein? Wie du möchtest. Fahrtmodus simuliert realistisch. Stadt auswählen, welche Stadt nimmst du denn? Ah, gibt nur eine, okay. Gibt nur eine, genau. Ja, stellen. Ich geh erstmal so, genau, aufstellen. Er muss also vorhin eben erstmal der Tour die Slam machen, nehme ich an. Bevor wir überhaupt irgendwas tun können. Ich glaub's auch. Soll ich zum ersten Mal keinen Erfolg haben, fahre die Strecke noch einmal. Okay. Was? Geht da. Oh, oh, oh. Bei mir steht gerade da, höre Musik während du fährst. Schalte das Radio ein. Männlich. Was sind wir denn? Komm, wir sind männlich erstmal. So, bist du jetzt drin einfach im Spiel oder was? Ich mach gar nicht meinen Charakter. Schön, du bist auch weiter als ich. Okay. Bitte warten Sie. Please call a line. Sie werden verbunden. Und nein, City, runter. Ui! Da bin ich jetzt auch, ja. Männlich, weiblich, ne, ich bin männlich. Ja, fein. Uniform 2, Premier Grün, das. So, Anpassung beenden. Geil. Oh, hallo! Oh Gott! Hier drüben! Oh, oh. Schön, dich wiederzusehen. Hoffentlich war der Verkehr nicht zu übel. Egal, sieh mal hier. Der total coole Mercedes Citaro K. Direkt vom Hof gekauft, drüben ja, in Sunny Springs. Klar, das ist ein kleineres Modell. Aber ich bin mir sicher, dass die ganze Stadt in diesem Bus mitfahren will. Und bei unserem kleinen Projekt auch. Okay. Von den Reimspeicher, bevor du, bin ich weit drüber hinaus. Was? Von den Reimspeicher. Oh, hallo. Hallo. So, immer Sound hier machen, Audio so. Alter, die Welt hier. Okay. Was können wir das jetzt sagen? Da muss ich erstmal ganz kurz Einstellungen machen. Grafik. Da ist sie. Vollbild. Ich muss mal ganz kurz hier alles wegen. Ja, eben, mach ich auch. Einstellen. Ja. Allgemeine Qualität. Oh, enthielt die Fronttür, okay. Hallo. Mitte. Wir haben Mitte haben. Weil hoch brauche ich das gar nicht anfangen. Wen Riegel schieben? Achso, sperren. Hab ich. Tiefenschärfe ist aus. Was ist Lenscare-Effekte? Ja, da steht also mit dem Link, weil ich den gekriegt hatte, da ist Erklärung drin. Ich sehe aber nur die Hälfte, Jung. Vergiss nicht, auch die hinteren Türen zu entriegeln. Achso. Setz dich einfach in den Fahrerstand, wenn du bereit bist. Ich setz mich Spiegel so lange hier Auflösung, Sichtweite 100. Komm, dann machen wir mal. Die kann ich gar nicht entriegeln. Oder nämlich. Ganz kurz. 80, jo. Wieso bist denn du schneller, Alter, ey? Das geht gar nicht. Tiefenschärfe ist aus. Brauche ich ja nicht. Welche alles nicht einstelle? Danke. Und es geht gar nichts mehr, oder was? Doch, gut. So, weiter. Jetzt haben wir das erstmal. Ich muss einmal die Hintertüren, in Riegel die Hintertüren. Jetzt bin ich aber enttäuscht, dass ich nur einen kleinen Bus habe. Ja, so, hab ich entsperrt. So, jetzt aber. Left Maus, linke Maustaste. Okay, jetzt. Wieso geht das nicht? Öffne die Führerstandtür, okay. Verschlossen, schließe sie auf. Ja, wie denn? Kann man fahren? Ich will fahren. Was F1?
Nimm dir also, Zeit, okay. Dich mit den Bedienelementen vertraut zu machen. Vergiss ja, was? Die Tür zu schließen und das Licht einzuschalten. Ach so. Hör doch dann zum Reit. Was? Ach so, okay. Okay, verstehe. Rampe, okay. Regeln, sag mal, da geht's wohl noch gut oder was? Schalte die Zündung ein. So. Wo ist die Zündung? Wechselperspektive F1. Ach, da ist Zündung. Okay. Gott, ich will nicht. Okay. Machen wir doch gleich mal Licht. Das ist geil. L ist richtig. Stimmt, bin ich auch gerade. Erstes Flug. L. Führerstand. Wo ist ein Licht hier? Ah, ne, der Scheinwerfer ist da. Hä? Wo ist ein L? Ah, da, wo ist denn ihr Licht? Licht ist hier? Ach, da, Fernlicht. So. Okay, dann. Ja, Licht an. Schalten Sie Licht an, hab ich doch, du. Achso. Ich glaube, ich kann fahren. Vergiss nicht, die Tür zum Fahrerstand zu schließen und die Sitzhöhe anzupassen, nachdem du den Motor angelassen hast. Ich glaube, du bist etwas größer als der Fahrer, der den Bus ausgeliefert hat. Numpad minus plus, okay. Das ist schön, dass ich groß bin als der Fahrer, der den Bus ausgeliefert hat. Bist du bereit, den öffentlichen Nahverkehr zurück nach Seaside Valley zu bringen? Super. Dann du löst die Feststellbremse und fahr Richtung Ausfahrt. Deinen Wünschen anpassen. Vor und zurück, Numpad plus minus, okay. Ah. Achso, Gang sollten wir auch einlegen. Tastenkombination. Okay. Stellbremse loslassen. Aber ich hab Angst. Marvin, ich fahre. Ja, auch. Bevor ich's vergesse, ich hab eine Überraschung für dich. Nein. Einfach der GPS. Weil ohne T geht nix. Keine Überraschung, bitte. Wir prüfen Strecke auf GPS. Wie kommen wir in GPS denn rein? Nein, nix Überraschung. Ist okay, ich folge gerne der GPS-Route. Gottchen. Okay, cool. Die ist einfach blinken, das ist ja, schön. Richtig. Ich auch nicht. Ja, yeah, Blinker korrekt eingesetzt. Punkte. Wie ist das können wir? Meine Herren, wie redet ihr? Wie im Wasserfall oder was? Ist egal. So, weiter geht's. Ja, ich muss morgen mal noch in aller Ruhe was hier einstellen. Das. Ja, mach das. Lass mir das Tutorial fertig machen. Eben. Ui, Blinker korrekt eingesetzt. Nein! Au! Mist! Was denn jetzt? War er so Unfall oder was? Ich hab Unfall gehabt. Okay. Ich bin hier voll gerade in den Rhein gefahren. Und das ist so toll. Entschuldige, die junge Frau, sie haben mich gerade abgelenkt worden, ne? Wie schnell darf ich denn hier fahren? 50? Wie steht denn das? Oh Gott, hier Jungfernfahrt. Nein, ich doch nicht, kennst mich doch. Hier müssen wir die Verkehrsregeln kennen. Gibt's hier rechts oder links? Keine Ahnung. Ich glaub's nicht. Mein Vorgänger war aber ich bin von der Grafik ja schon hier, dass ja, das ist schon krass. In Sunny Springs, da wo ich gearbeitet habe, haben wir eng mit dem örtlichen Busunternehmen zusammengearbeitet. Das hat die Zufriedenheit unserer Einwohner deutlich verbessert. Ach, Klammer wird überbewertet. Hallo! Das ist schon noch mal abfahren. Bist du an der Haltestelle?
bin der ersten Haltestelle, ja. Warum? Bin ich noch nicht mehr. Oh, gleich kommt die erste Haltestelle. Jetzt gleich. Ich hoffe, du erinnerst dich an dein Training. Ja, das heißt, ich habe ein paar Leute zu unserer Jungfernfahrt eingeladen. Halte nah genug am Bordstein und innerhalb der Markierung. Ich fahr gerade raus, vergiss nicht zu blinken. Okay. Welche Uhr denn? Na klar schaffe ich das. Geschwindigkeit ran. Hallo zusammen. Schaffen Morgen, wir Frau Tannhauser. Schön, dass Sie es geschafft haben. Hallo, Mira. Danke, dass Sie mich eingeladen haben. Hey, Sam, wie geht's Ihrer Tochter? Oh, danke, Mira. Oh Gott, die quallt aber ganz schön viel, die Tante. Zeit. Sie ist recht lebhaft, stimmt's? Schön, dass ihr da seid. Was? Die quallt aber ganz schön, die Tante. Die kennt ihr alle, hier in der Familie. Irgendwie. Ach, alle in der Stadt. Können wir fahren? Ich hab keine Ahnung. Bin ich bereit? Ich denke schon. Alter, die weit fehlt. Jetzt kommt der schwerste Teil. Siehst du die Uhr? Glaubst du, du schaffst es rechtzeitig zur nächsten Haltestelle? Was? Uhr? Wie schön, dass so viele Leute zur Testfahrt gekommen sind. Ich hab mit F-Rückwärtsgang reingeschmissen. Sie scheint sich wirklich auf die Einführung des öffentlichen Nahverkehrs. Ja, er ist vorwärts, also nicht anders F-Rückwärts. Das kann sein. Wieso ist ein R vorwärts? Er ist Gang einlegen, glaube ich. Welche richtige Stand vorhin? Ich habe einfach F gedrückt, ich dachte, Morgenblinker laufen so bei sämtlichen anderen Spielen ist. Okay. Ist das hier die Haltestelle? Das ist hier doch gar nicht. Da vorne ist die Haltestelle. Ja gut, ich habe Rot, was soll ich machen? Kann ich doch gar nicht schaffen. Wie unfair. Was? Ich habe Rot. Was ist mit dir los? Anruf. Doch ganz gut bis jetzt. Der nächste Halt ist gleich da drüben. Verlobte ist. Robby und ich sind vor einer Weile hierher gezogen. In dieser Straße haben wir eine hübsche Wohnung gefunden. Es gefällt uns hier wirklich sehr. Hier gibt es einige tolle Restaurants. Geh in den Passagierabteil. Wenn man vom Teufel spricht. Darf ich dir meine Verlobte fragen? Hallo. Hey, Schatz. Hallo. Die Nachbarn würden sich gern den Bitte Rasenmäher ausleihen. Bitte in Türen zurücktreten. Na klar, bestell schöne Grüße. Geht doch. Gut. Wie komme ich wieder zurück? Bestimmt mit der 3? Okay. Ach, ich glaube, jetzt sind alle drin. Oh, wusstest du, dass dieser Bus einen Bluetech-Diesel hat? Aber der hier? Bluetech-Diesel. Okay. Was? Ein Bluetech-Diesel. Was haben wir das? Im Sommer laufe ich gern an dieser Promenade entlang. Es wird immer ein frischer Wind, die Bäume spenden Schatten. Ja, 15 Sekunden für die Haltestelle? Ach, 3 Minuten, boah, ich hab jetzt schon viel. Das ist gerade so extrem laut. Oh, ich hab ein Auto im Fall. Nein! Lass dich kuscheln. Lass die Autos in Ruhe. Das gibt einen Kratzer. Das war schön. Ja, schon wieder rot. Guck dir mal die Grafik an, Junge. Holla, die Waldfee. Hast du ja Radio an, oder was? Ich? Ja. Nein, ich hab Fernsehen an. Warum? Man hört's. Okay. Wir wollten Morgenblick an der Arme, was ist das? Pfff, müsste ich nachgucken. Kann ich aber gar nicht, weil ich gar nicht stehe. Ich habe es ausgedruckt, aber keine Ahnung. Ist egal, ja. Ja, wahrscheinlich V oder so. V, W, M, N, keine Ahnung. Bremse! Was, Bremse? Bevor ich nächstes hin reinfahre. Die Taste Nummer 7 ist das Numpad. Was, Warnblink oder was? So, was ist 7? Numpad 7 ist. Was? Nee. Nummer 7. Die normale 7 ist Warndingerlache. Warn R7, genau, ja. Richtig.
Was? Müsste richtig sein, ja. Er hat auch so viele Rotphasen, total gemein. Jetzt haben wir auch gut vorsehen. Ja, das ist gut. Fühle mich nicht ganz benachteiligt. Nein! Ich habe nur 1,30, ich hab fast eine Minute einfach nur an der Ampel rumgestanden. Sehr schön. Setz dich hin. Was? Ich gucke, ich kontrolliere gar nicht, ob die meine sitzen, keine Ahnung. Ah, jetzt hab ich grün. Aua, sorry. Schlagloch erwischt. Oh, hier ist ein riesengroßer Verkehrsstau, jo. Warum? Stehen da mit zwei Autos? Nee, auf der Brücke stehen schon ein paar mehr als zwei Autos. Ich habe jetzt vergessen zu zählen, aber es waren definitiv ein paar mehr. Okay, sehr gut. Unser nächster Halt ist gleich da vorne. Entschuldigung, ich bin... Oh, Vollifahrer. Ja, Rollifahrer. Yeah. So, wie eilig haben wir es denn noch? Minus 24 Sekunden. Ich hab Verspätung. Okay. Warum minus ist da eilig? Okay. Hallo, eine Fahrkarte bitte. Oh, das ist nur eine Art Testfahrt. Obwohl, so. Das wäre eine gute Gelegenheit. Ja, was will er denn haben? Prüfen, hallo, was wollen Sie denn haben für eine Karte? Stimmt's? Ja, sagen Sie mal, was für eine Karte haben Sie haben wollen. Was, er möchte eine Tagfahrkarte? Was, normal, hey. Standard? Ich hätte nicht gedacht, dass Sie kommen. Hey, Mira. Stimmt. Ja, ich war nicht sicher, ob ich es schaffe. Professor Zellermann, eine Sie hätte ich hier gar nicht erwartet. Die Gelegenheit wechselt sich zurück, indem wir... Meine Verlobte hat schon unser Auto verkauft, damit wir endlich wieder Bus fahren können. 64 geschickt so. Ja. Dann hoffen wir mal, dass unser Vorhaben erfolgreich ist. Genießen Sie den Tag. Was? Wähle die Fahrkarte. Können Sie bitte die Rampe runterlassen? Klar, kein Problem. Kannst du zum Einsteigen bitte die Rampe herunterlassen? Muss ich dafür aufsteigen? Für die Rampe? Nee, musst du nicht. Ah, ich will aufsteigen, aber ich kann es gar nicht aktivieren hier. Okay. Das haben sie aber besser gemacht beim letzten Mal. Beim letzten Mal konnten wir wegen aufsteigen, das auch manuell machen, aber geht nicht. Alter Schwede, ich verstehe dich hier kaum noch. Ja, mach leiser, ich hab auch leiser gemacht. Ey, du musst hier halt zauberlos. Ach, da ist Rampe ausfahren, okay. Was? Du musst ja halb taub. Die Rampe kann doch auch, wenn die hintere Tür zu ist, dann kann die Rampe ausgefahren werden. Hä? Kapier ich nicht. Rampe kann auch ausgefahren werden, wenn die Feststellbremse betätigt wurde, okay. Was ist das P oder was? Ich muss die Tür da trotzdem aufmachen, ich kapier doch nicht. Die Rampe ist draußen oder nicht? Versteht er nicht. Die Rampe kann nur geschlossen. Hä? Ja gut, dann soll es ausfahren. Ah, ich muss die Tür dann aufmachen oder nicht? Gelappt, ey. Achso, man muss. Achso, der will eine Karte? Ah, man muss gedruckt halten, okay. Wähle eine Fahrkarte, Typ der Passagier nicht eine Studentenfahrkarte. Wähle eine Fahrkarte. Herzlichen Dank. Bitte. Wenn die Busse wieder fahren, wird es für mich viel einfacher von A nach B zu kommen. Okay. So, Tür zu machen, sollten wir vielleicht auch noch. Bis jetzt läuft es doch ganz gut. Naja, ganz gut. Minus 2 Minuten 30. Das Schwimmbad ist ein toller Ort, um in der Freizeit zu entspannen. Es gibt nette Ruhebereiche und wundervolle Massagen, die gar nicht so viel kosten. Krass. Aber die Rampe ist echt kompliziert geworden. Es sind ein paar Leute dabei, die ich nicht kenne. Es scheint sich rumgesprochen zu haben. Ich habe ein anderes Problem. Okay. Ich weiß nicht, wo könnte der herführen? Ich muss der Geld zurückgeben und der hat mir noch keins gegeben. Da steht aber im Menü drin, oder nicht? Nee, bei mir steht nichts da. Ja, gibt irgendeiner, bitte er sehen, ob er die haben will oder nicht. Muss ich sie geradeaus oder muss ich abbiegen? Ah, Tageskarte war's. Okay.
Okay. 64 zurück. Oh, ich echt. Bin hier im Board. Bin schon komplizierter geworden, ne? Das Ganze. Ein bisschen. Ja, obwohl, das mit der Halbsteinbremse doof finde, dass man die nicht aktivieren muss, damit man die Türen so öffnen kann. Du meinst die F? Ne, die Halbsteinbremse. Absenken. Ne, nicht absenken. Du teilst die Halbsteinbremse, musstest du ja normalerweise den anderen Simulator immer. Du kannst jetzt die Türen einfach so öffnen, weil die automatisch drin ist, die Halbsteinbremse. Also ich drück generell erstmal die P-Taste. Ja, oder so, ja, gut. Aber das ist ja die Parkbremse. Das ist ja nicht die Halbsteinbremse. Oh, Stau auf folgenden Strecken. So. Ja toll, ich habe noch 15 Sekunden, um anzukommen und stehe mitten im Stau. Schön. Ah, das will ich haben. Das ist so schön, das ist mal realistisch. Ja. Genug Autos. Ja, ne? Die haben wir halt auch, wo man einfach mal aufstehen muss. Gerne. Bitte. Diese Tür Nummer 2 hinten. Jetzt habe ich auch ein Rollstuhlfahrer. Ja, dann mal viel Spaß. Mit G. Da bin ich in irgendeiner Stadt angekommen. Das ist schön. Ich hab viel zu viel Licht an, irgendwie blende ich ja alle. Das ist mein Problem. Fernlicht mehr ausmachen, so. Pfff, schon viel besser. Nur Licht ausmachen, ist klar. Ich fahr gar nicht mehr Fernlicht rum, wundere mich, warum ich hier nichts mehr sehe. Oh Gott, was ist denn hier los? Hier fährt auch jeder, wie der will, oder wie? Der Stärkere gewinnt. Nächster Unfall. Gottchen. Das ist die Endstation. Endstation. Alle Passagiere müssen hier aussteigen. Danach fahren wir in die Garage und parken den Bus. Gepark, Was willst du, Freizeit? Geh arbeiten. Gepäck bitte liegen lassen. An alle, die noch an Bord sind. Achso, ich muss noch. Vielen Dank, dass Sie mit uns gefahren sind. Mit Ihrer Unterstützung bringen wir die öffentlichen Verkehrsmittel zurück nach Seaside Valley. Entschuldigung, können Sie mir noch mal beim Aussteigen helfen? Natürlich. Hilfst du dem Passagier? Ja, ich wollte die Tür schließen, aber geht ja nicht zu. So, jetzt ausfahren. Hier ist auch noch eine durch, glaube ich, okay. Jetzt die Tür öffnen. Du wartest jetzt hier vorne. Ist er draußen? Alter Schwede. Ich hätte fast die Abfahrt, ich wäre fast ins Grüne reingefahren. Ich glaube, das waren alle. Ich glaube auch. Die Garage ist im GPS markiert. Ich bin gerade im Kreisverkehr gewesen. Ah, okay. Aber ich wurde wüsst. Wir haben einige Grafikdesigner beauftragt, Aufkleber und Folien zum Anpassen unserer Busse zu gestalten. Hoffentlich schicken sie uns bald ihre Designvorschläge. So, ab ins Lager oder wie auch immer. Ins Lager? Du möchtest ins Lager? Richtig. Ui, wir sind für blaue Typen, ne? Was? Merk mal Waves, okay. Dann. Geht schon viel. Da ist die Auflösung, aber das ist so verschwommen. Teilweise. Du musst Fernlicht ausmachen. Dann wird's besser. Echt? Mhm. Ich habe jetzt mittlerweile alles komplett auf hoch. Was? Fernlicht ausmachen? Du sollst jetzt die Grafik einstellen und so Fernlicht ausmachen. Wie machst du denn das? Gibt's eine Taste für K, glaube ich. Wird da auch mal jemand fahren, oder? Nee, wird nicht besser. Doch, nee, wird trotzdem nicht besser. Weil das Lenkrad ist dünner beim Verschwommen. Wie verschwommen?
Ja, wirst du dann sehen, wenn ich das Video hochgeladen habe. Okay. LKW-Fahrer, Mensch, ins Kinder, ich hab einen Bus. Das musst du doch wissen. Okay. Nennt sich Bremsen, glaube ich. Hab ich ja noch versucht, aber es ging ein bisschen schief. Okay. Jo, ich hab mich festgefahren. Oh Gott, Chef, was machst du für Sachen? Könntest du mal den Erfleddienst rufen? Ach nee, ich habe einen Chat geöffnet. Wie kommst du jetzt auf die Enter-Taste? Weiß ich doch nicht! Okay. Es ist alles vorbereitet. Da drüben. Wo ist alles vorbereitet? Hä? Hier ist sogar keine Einfahrt? Ja, auf dem Bürgersteig drauf fahren, aber was? Hä? Ist das denn was? Hä? Eigentlich müsste es ja ein bisschen abgesenkt sein hier, aber gut. Shit happens. Auf Absenkung. Wo ist denn hier? Muss ich in die Garage rein oder was? Wie gibt es hier ein Busdepot? Hä? Bin verwirrt. Das ist schon mal weg, das ist schon mal sehr gut. Jetzt kann ich auch weiterfahren. Frag mich bitte nicht, wie ich in den Chat reingekommen bin. Tja, alles in allem war das eine erfolgreiche Jungfernfahrt. Meinst du nicht auch? Absolut. Hä? Wie mache ich den Motor aus? Egal. Dann können wir ziehen, okay? Alle Lichter ausschalten, dann machen wir, kein Problem. Ja. Zündung aus. Ach ja, genau, da ist die Zündung. Verlass den Bus. Okay. Lass mich nur schnell meine Sachen holen. Wir haben einige Systeme eingerichtet, damit du Strecken planen und unser Projekt weiterentwickeln kannst. Ich zeig sie dir schnell. Okay, ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben, die wir ausprobieren sollten, bevor es zurück auf die Straße geht. Nur um sicher...